Es ist zwar noch Ende August, aber so langsam wird das Wetter herbstlicher und nächste Woche ist auch schon der meteorologische Herbstbeginn. Deswegen dachte ich, ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, euch meine Herbstfavoriten zu zeigen. Und falls euch das interessiert, bleibt gern dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Judy und auf meinem YouTube-Kanal gibt es alles Mögliche rund um das Thema Make-up. Da geht es los mit ganz einfachen Erklärungsvideos und es geht bis hin zu aufwendigeren Make-up-Tutorials. Im heutigen Video gibt es aber meine Favoritenprodukte für den Herbst und ja, das ist jetzt kein Tutorial, sondern ich zeige euch natürlich einfach nur die Produkte in die Kamera. In diesem Video zeige ich euch auch nicht nur Make-up-Favoriten, sondern auch Pflege und noch so ein bisschen was anderes, was auch in Richtung Beauty geht. Und ich hoffe, es ist was Schönes für euch dabei. Und ich möchte loslegen mit einem Produkt, an das viele vielleicht im Herbst gar nicht mehr denken, aber Sonnenschutz ist natürlich auch im Herbst wichtig und ich finde diese Sonnencreme extrem gut für mein Gesicht, denn die gibt meinem Gesicht auch gleichzeitig Feuchtigkeit und ich habe im Herbst halt manchmal so das Problem durch den kalten Wind, dass meine Haut sehr trocken wird im Gesicht und wenn aber die Sonne rauskommt, könnt ihr euch natürlich trotzdem einen Sonnenbrand holen und seid dann von Hautalterung betroffen, deswegen benutzt immer eine Creme mit Sonnenschutz. Ich kann euch diese hier sehr ans Herz legen. Und das gleiche, was für das gesamte Gesicht gilt, gilt auch für meine Lippen. Ich habe da einen Lippenpflegestift, den ich das gesamte Jahr über benutze und der hat auch Lichtschutzfaktor. Und zwar einen Lichtschutzfaktor von 50. Und ich benutze da den Lippenpflegestift von Sundance. Super angenehm auf den Lippen, hat Sonnenschutz, pflegt ganz toll und ja, ist einfach so ein All-Time-Favorite, den ich eigentlich das gesamte Jahr über benutze. Aber im Herbst habe ich eben auch etwas häufiger mit trockenen Lippen zu kämpfen, weshalb ich ihn da wahrscheinlich ein bisschen häufiger brauchen werde als im Frühling. Und das gleiche Problem, was ich im Gesicht habe, habe ich halt auch am Körper, also an den Armen und vor allem auch an den Beinen. Die werden ganz schnell trocken bei mir, wenn es kälter wird. Und da habe ich eine allerliebste Bodylotion für mich neu entdeckt. Und zwar ist das die hier von Mixa mit Panthenol, die auch gleichzeitig so ein bisschen die Haut repariert. Und ja, falls ihr auch Probleme mit trockener Haut habt und nicht so wirklich geholfen hat bisher, ich würde die mal probieren. Jetzt kommen wir zu den etwas spannenderen Sachen, was so Beauty angeht, also zu Make-up. Und ein großer Themenbereich sind für mich Lippenstifte im Herbst. Denn selbst wenn ich kein Augen-Make-up trage, weil ich zur Arbeit gehe, trage ich hin und wieder mal einen auffälligeren Lippenstift. Und das mache ich im Frühling irgendwie nicht. Aber im Herbst fange ich dann auf einmal damit an. Keine Ahnung warum, aber es macht mir einfach super viel Spaß, mit unterschiedlichen und auch dunkleren Farben teilweise rumzuexperimentieren. Meine Einsteigerfarbe hierfür war die Liquid Suede Metallic Matte in der Farbe Mauve Mist von NYX Professional Make-up. Und ihr seht schon, das ist so ein kupferfarbener Herzton, wobei er auf den Lippen so ein bisschen rosastiger aussieht, also so ein bisschen kühler vom Farbton, als er jetzt hier in der Verpackung aussieht. Und ich finde den richtig schön und es ist wie gesagt eine super Einsteigerfarbe, weil sie nicht zu dunkel ist, aber durch dieses leicht metallische und so wirkt sie auch herbstlich und es ist auch gleichzeitig was Besonderes. Deswegen mag ich den hier sehr gerne. Aber wie schon gesagt, habe ich auch dunklere Farben für mich entdeckt. Aber jetzt nicht nur so das klassische Rot, was natürlich im Herbst auch wunderbar aussieht, weil alle möglichen Beeren- und Kupfertöne super aussehen im Herbst. Ich habe auch die Stunner Lip Paints von Fenty für mich entdeckt mit so ein paar besondereren Farben. Einmal ein sehr dunkles Rot, was auf den Lippen auch schon wieder fast lilastichig aussieht. Das ist die Farbe Underdog und ich finde das, ja, sieht einfach total cool aus, vor allem wenn man gar kein Augen-Make-up trägt. Aber schreibt mir mal, was ihr darüber denkt, in die Kommentare. Ähnlich auf den Lippen, aber nicht gleich, sieht dann noch der Stunner Lip Paint in der Farbe Undefeated aus. Ich finde, das ist eine super besondere Farbe, dadurch, dass es mal lila ist und nichts Rötliches. Falls ihr euch das aber traut, auch solche besonderen Farben zu tragen, ist im Herbst genau der richtige Zeitpunkt für sowas. Und auch insbesondere lila finde ich im Herbst richtig, richtig cool. Wenn es so langsam Richtung Halloween geht, kann ich mir übrigens auch einen schwarzen Lippenstift ganz geil vorstellen. Einfach nur mit einem Winged Eyeliner oder so. Richtig, richtig cool. Also wenn ihr euch das traut, macht es. Im Herbst ist die richtige Gelegenheit dafür. Wenn ihr nicht so ein Fan davon seid, eure Lippen zu betonen, dann ist vielleicht Lidschatten das Richtige für euch. Im Herbst kann man sich da auch genauso wie bei den Lippenstiften richtig austoben. Und eigentlich nicht nur im Herbst, natürlich zu jeder Jahreszeit. Aber irgendwie finde ich, mache ich es eher im Herbst als zu anderen Jahreszeiten. Ich weiß auch nicht genau, wieso, weshalb, warum. Jedenfalls eine Palette, die beides kann und ich finde, die hat auch witzigerweise ganz coole Herbstfarben, ist die Born to Run Palette von Urban Decay. Vom Marketing her ist es ja eigentlich mehr so eine Reisepalette, also eher für den Sommer, aber
Ich finde, von der Farbzusammenstellung her kann man doch irgendwie so ein Herbstthema erkennen. Ich mag zum Beispiel sehr gerne diese metallischen Kupfer- und Brauntöne. Wie ich auch schon gesagt hatte, finde ich im Herbst Lilatöne ganz cool. Davon sind hier auch welche in der Palette drin, auch Beerentöne und auch so ein Khaki-Ton. Also eigentlich alles, was man sich im Herbst so vorstellen kann. Und es sind auch sehr schöne neutrale Farben mit dabei, mit denen man ausblenden kann oder mit denen man einfach ein ganz natürliches Make-up einfach mal schminken kann. Deswegen ist das für mich eigentlich die perfekte Herbstpalette. Und die man dann auch so ein bisschen vom Sommer kommend und in den Winter hinein benutzen kann. Falls ihr die noch nicht kennt, guckt euch die unbedingt mal an. Und eine weitere Sache, bei der ich mich im Herbst richtig austobe, die auch so ein bisschen Richtung Beauty geht, aber kein Make-up ist, sind Nagellacke. Ich möchte euch jetzt nicht die Standard-Nagellacke in die Kamera halten, die es in jeder Drogerie gibt, weil die kennt ihr wahrscheinlich schon alle. Vielleicht kann ich euch deswegen auch mal was Neues zeigen. Und zwar möchte ich euch die Marke Picture Polish vorstellen, und zwar ein paar deren Lacke. Picture Polish ist eine australische Marke und ich zeige euch mal die drei Herbstfarben, die sie so haben, also Fall, Autumn und Foxy. Auch wenn ihr jetzt denkt, ja, die sehen doch alle gleich aus, nein, tun sie eigentlich gar nicht. Das eine ist so ein bisschen mit goldenen Glitzerpartikeln mit drin und so ein bisschen entsättigteres Orange, dann einmal ein knalliges Orange mit Holo und einmal so ein entsättigtes Orange mit Holo. Und den Foxy trage ich auch gerade auf meinen Fingernägeln. Und ja, guckt euch die mal an, die sind wirklich, wirklich toll, vor allem... Es ist einfach mal was anderes, wenn man sonst immer nur Cremelacke aus der Drogerie verwendet, die nicht mal irgendwie Glitzer drin haben oder sowas. Und das lohnt sich echt mal bei Indie-Lacken oder Indie-Marken vorbeizuschauen. Ihr müsst natürlich jetzt nicht die Lacke nachkaufen. Ihr könnt natürlich auch einfach in die Drogerie gehen und andere Herbstfarben shoppen. Ich finde zum Beispiel auch dunkles Rot oder auch knalliges Rot im Herbst richtig, richtig schön. Oder aber auch solche Grey-Töne, so ähnlich wie mein Pullover aussieht von der Farbe, so ein gräuliches Braun. Richtig, richtig schöne Farben. Tobt euch mal aus auf euren Nägeln. Das macht man ja im Sommer vielleicht auch eher selten, weil dann der Oberlack irgendwie Blasen schlägt, wenn er zu schnell trocknet oder so. Auch hierfür, finde ich, ist der Herbst die perfekte Jahreszeit. Viel mehr möchte ich euch eigentlich auch gar nicht zeigen, aber ich möchte euch noch mitgeben, dass ihr auf jeden Fall experimentierfreudig sein solltet. Natürlich das gesamte Jahr über mit Farbe, aber insbesondere im Herbst, wenn so ein bisschen diese Wohlfühl- und Kuschelzeit losgeht, probiert euch mal ein bisschen aus, was dunkle Lippenstifte angeht. Ich finde, im Herbst fällt es weniger auf, wenn man mal einen dunklen Lippenstift trägt. Und ja, ich fühle mich damit persönlich im Herbst zum Beispiel wohler als im Frühling. Falls ich euren Herbstfavoriten nicht genannt habe, schreibt mir den mal unbedingt in die Kommentare. Vielleicht können wir uns einfach darüber so ein bisschen austauschen, was ihr so im Herbst auch noch mögt. Und dann können alle so ein bisschen mitlesen und sich darüber freuen und die Sachen ausprobieren. Falls euch dieser kleine Einblick in meine Favoriten gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner Videos, sodass ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!